Die Bucht von Saint-Michel in der Bretagne, berühmt für ihre zerklüftete Schönheit, ihre Seefahrer und ihre kulinarischen Genüsse. Als Olivier Rollinger noch ein kleiner Junge war, kam er zum Spielen an diesen Strand. Heute kommt er, um zu arbeiten. Jeden Tag durchstöbert er diese Freiluftspeisekammer auf der Suche nach wilden Kräutern für seine Kreationen. Rollinger ist einer der besten Köche Europas. Ein Star in der exklusiven Welt der feinen französischen Küche. Wir brauchen Nahrung, um zu überleben. Aber hier im Restaurant Maison de Bricourt in der Nähe von Saint-Malo geht es nicht einfach um Nahrungsaufnahme. Hier geht es um Kunst. Und Rollinger hofft, dass seine Kreationen überraschen und entzücken. Zum ersten Mal gestattet der Meister Filmaufnahmen in seiner Küche und lüftet für uns einige seiner bestgehüteten Geheimnisse. Ein Mahl wie dieses befriedigt mehr als nur den Hunger. Für unseren Geschmackssinn ist es ein kleines Stück vom Paradies. Und das führt zu einer interessanten Beobachtung. Wenn wir das Essen nur als Treibstoff bräuchten, würden wir uns wohl kaum die Mühe machen, so ein aufwendiges Menü zuzubereiten. Es ist wie ein Naturgesetz. Der Mensch liebt es, aus allem, mit dem er in Berührung kommt, Kunst zu machen. Unsere Sinne sind unsere Freunde, unsere Wegweiser durch die Welt. Und deshalb verwöhnen wir sie auch gerne. Gutes Essen muss aber nicht immer exquisit sein. Fast Food kann auch sehr verlockend sein. Linda Bartoschok beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Aspekten des Geschmacks. Can I get a Snapple, raspberry flavor? Yeah. You want anything else? No, that's it. You want that? I'm sorry about the 20. This is great. Thanks. Fast Food ist ihre große Leidenschaft und eine ständige Versuchung. Chicken kebab. Everything on it. Onion, lettuce, everything. Yep. Hier auf den Straßen von New York kommen die Fast Food Fans voll auf ihre Kosten. Ob Rind, Schwein oder Hühnchen, sauer, scharf oder pikant, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Als Wissenschaftlerin ist Linda Bartoschok den biologischen Kräften auf der Spur, die unseren Geschmackssinn geformt haben. Es ist eine Tatsache, dass es nur wenige Dinge im Leben gibt, die man so oft wiederholen kann und die trotzdem immer wieder so befriedigend sind wie das Essen. I love junk food. I like eating street food. I like eating at food stands. Ich liebe Junkfood. Ich esse gerne auf der Straße an Imbissbuden und ich bin nicht die Einzige. Wir mögen diese Art von Essen, weil es salzig und süß ist und viel Fett enthält. Das hat einfache biologische Gründe. Neugeborene Babys lieben Süßes und hassen Bitteres. Wenn die Salzrezeptoren nach einigen Tagen entwickelt sind, mögen sie auch Salziges. Aufgrund dieser biologischen Vorgaben schätzen wir salzige Pommes frites. Mein persönliches Lieblingsessen ist ein überbackenes Steak. Fast Food verführt uns mit seinem salzigen Geschmack, mit Fett und Kohlenhydraten. Es befriedigt Sehnsüchte, deren Ursprung weit in die Vergangenheit zurückreicht. John, I'm going to put methylene blue on your tongue now, on one side, and hold it steady. Geschmack wird zuerst auf der Zunge registriert. Doch was passiert da genau?
Der Geschmack wird von den Geschmacksknospen erfasst. Das sind winzige Erhebungen auf der Zunge, die die chemischen Reize aufnehmen und weiterleiten. Durch das Vergrößerungsglas betrachtet, heben sich die rosafarbenen Geschmacksknospen klar gegen den blauen Hintergrund ab. Die Geschmacksknospen arbeiten sehr präzise, aber sie können nur wenige Stimulatoren erkennen. Für Linda Bartoschuk liegt in diesem einfachen Prinzip der Schlüssel zum Erfolg. They're so close together, there's almost no space between them. They look to me like they're ringed, like we expect on a super taster tongue. Beautiful. Fundamentally, we have four channels of information in taste. Grundsätzlich kann der Geschmackssinn vier verschiedene Informationen unterscheiden. Salzig, süß, sauer und bitter. Geschmack ist der Sinn, der am meisten mit Nahrungsaufnahme zu tun hat, der uns überleben lässt. Eine sehr primitive Funktion. Süß, die Muttermilch schmeckt süß. Dadurch ist sichergestellt, dass das Baby gleich nach der Geburt zu saugen beginnt. Salzig, Mineralstoffe sind unentbehrlich für Muskel- und Gehirnfunktionen. Bitter, der Giftdetektor. Die meisten Gifte schmecken bitter. Bei sauer sind wir uns nicht ganz sicher, aber vielleicht soll es helfen, unreife Früchte zu erkennen. Geschmack beginnt auf der Zunge, aber verarbeitet wird er im Gehirn. Eine neue Technik macht es möglich, das Gehirn beim Schmecken zu beobachten. John lässt sich an den Kernspintomographen anschließen. Die Plastikröhrchen enthalten eine salzige und eine süße Lösung. That's fine. Great. Okay, we're going to start at P15. Das Team wird von der Neurobiologin Joy Hirsch geleitet. Zum ersten Mal ist es möglich zu beobachten, wie das Gehirn auf Geschmackserlebnisse reagiert. Dies ist eine sehr wichtige Technik, denn sie erlaubt neue Einblicke in die Arbeitsweise des Gehirns. Früher konnten wir nur sehen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Heute können wir beobachten, was es macht. Das ist ein völlig neues Gebiet. Wir waren alle sehr gespannt. Zum ersten Mal konnten wir beobachten, wie das Gehirn auf Geschmack reagiert. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was uns erwarten würde. Würden alle Geschmacksempfindungen auf einen Ort beschränkt sein oder hätte jede ihren eigenen Platz? Das ist Johns Gehirn, wie der Kernspintomograph es darstellt. Zuerst wird das Gehirn in einzelne Scheiben zerlegt, die etwa einen Zentimeter dick sind. Die Suche konzentriert sich auf die zentralen Regionen, die etwa ein Drittel des Gehirns ausmachen. Die einzelnen Scheiben werden nebeneinander sichtbar gemacht und der Computer lokalisiert die Stellen, die im Gehirn aktiviert werden, wenn John an den Geschmacksproben saugt. Zum ersten Mal gelingt ein Einblick in die Aktivitäten des Geschmackssystems. Der direkte Zusammenhang zwischen Zunge und Gehirn wird entschlüsselt. Die beiden Geschmäcker, süß und salzig, lösen Nervenimpulse aus, die einen gemeinsamen Weg ins Gehirn nehmen. Sie kommen dort am selben Punkt an, aber dann geht jeder Geschmack seinen eigenen Weg. Weil die Verbindung so direkt ist, können die Geschmackssignale ihr Ziel mit großer Schnelligkeit erreichen. Although it's very preliminary, it's been
Obwohl unsere Arbeit erst am Anfang steht, können wir schon sehen, dass das Gehirn über feste Bahnen verfügt, die allein dem Transport von Geschmacksinformationen vorbehalten sind. Der Geschmackssinn hat wie alle Sinne das Ziel, richtig zu reagieren, denn nur so ermöglicht er uns, die Welt um uns herum zu erkennen und zu verstehen. Und jetzt fangen wir an zu sehen, wie das Gehirn das tatsächlich macht. Unser Geschmackssinn kennt nur vier Elemente: süß, sauer, salzig, bitter. Doch aus ihnen lässt sich ein ganzes Festessen komponieren. To good friends and good food. Cheers. 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 Ich habe gehört, dass man mit Gläsern anstößt, weil sonst ein Sinn nicht angesprochen würde. Man kann die schöne Farbe des Weines sehen, man kann ihn schmecken und seinen Duft riechen. Aber ohne das Anstoßen fehlen die Geräusche. Der Geschmackssinn liebt die Geselligkeit. Das Wort Kumpan bedeutet eigentlich jemand, mit dem man das Brot teilt. Was wäre ein Festtag oder ein Feiertag ohne ein feines Essen? In Mexiko bereiten sich die Menschen auf Allerseligen, den 2. November, vor. Es ist der Tag der Toten, aber auch ein Tag der Freude. Mit gelben Ringelblumen geschmückte Wege führen die Seelen der Verstorbenen zu den Altären und zu ihrem Festmahl. Wie das amerikanische Thanksgiving oder das jüdische Laubhüttenfest ist Allerseligen auch ein Erntefest. Auf dieser Farm lebt die Familie Sembron. Amelia Sembron ist eine hervorragende Köchin. Für den Tag der Toten wird sie das schönste Festessen des Jahres zubereiten. Schon Tage vorher beginnt sie mit den Vorbereitungen. Die einheimische Küche erfordert komplizierte Prozeduren. Ihre Geheimnisse werden von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Das Beste ist gerade gut genug für dieses Fest, das sowohl den Lebenden als auch den Toten Freude bereiten soll. Die Toten haben die Erlaubnis, ihr Reich 30 Tage lang zu verlassen. Sie kommen hierher, um die Leute von Villamar zu besuchen, die sie niemals vergessen werden. Wir halten diese Tradition aufrecht, die uns von unseren Großeltern überliefert wurde, und wie jedes Jahr sorgen wir auch diesmal für die heiligen Gaben. Als eine dieser Gaben wird Juan Sembron eines seiner kostbaren Schweine schlachten. Denn an einer Tatsache kommen wir nicht vorbei. Die meisten Menschen töten andere Lebewesen, um an Nahrung zu kommen. Viele unserer Rituale und Traditionen sollen uns helfen, mit dieser moralischen Last leichter fertig zu werden. Der Duft des Essens regt unseren Appetit an. Darin liegt der biologische Nutzen des Geruchssinnes. Er hilft uns, das zu finden, was unser Körper zum Überleben braucht. John, what we're going to do now is paint. I'm going to paint solutions on different parts of your tongue. Der nächste Test. Auf verschiedene Bereiche von Johns Zunge werden verschiedene Flüssigkeiten getupft. John soll sagen, welchen Geschmack sie haben und in welcher Intensität er ihn empfindet. Die Skala reicht von 1, sehr schwach, bis 9, sehr stark.
and ask you what that tastes like and how intense it is. Sweet and but. Man weiß, dass Geschmacksereignisse von jedem Menschen anders erlebt werden. Linda Bartoschok untersucht, worin genau die individuellen Unterschiede liegen und welche Rolle sie beim Überleben spielen. So I can put this solution way back on the back of your tongue. Excellent. And what did that taste like? There was. Sie weiß bereits, dass John viel mehr Geschmacksknospen hat als ein durchschnittlicher Mensch. Nun will sie herausfinden, wie sich diese überzähligen Knospen für ihn auswirken. Was bitter and about a four. Okay. Now I'm going to give you a completely new solution. Beim nächsten Test gilt es, die Intensität des Geschmacks in der ganzen Mundhöhle zu beurteilen. Die Bewertungsskala ist dieselbe wie bei den vorangegangenen Prüfungen. Doch nun wird nicht mehr vorsichtig getupft, sondern ein herzhafter Schluck genommen. That was about a, if the quantity was four, that was about. Wenn John vorhin eine 4 geschmeckt hat, so war das jetzt mindestens eine 16. Das Ergebnis bestätigt die Erwartungen. John ist ein Superschmecker. All this is very consistent with your being a super taster. Linda Bartoschok hat hunderte von Zungen untersucht und dabei herausgefunden, dass es drei verschiedene Geschmackstypen gibt. Die Nichtschmecker mit sehr wenigen Geschmacksknospen, mittlere Schmecker und die Superschmecker, deren Zunge mit Geschmacksknospen förmlich übersät ist. Die Evolution hat meiner Meinung nach aus guten Gründen beide entwickelt, den Superschmecker und den Nichtschmecker. Superschmecker haben den Vorteil, dass sie Gift schneller erkennen und wahrscheinlich einen besseren Start ins Leben haben, weil sie auf Süße sensibel reagieren. Ein Nichtschmecker kann dafür aus einem riesigen Nahrungsangebot auswählen. In einer Welt, in der die meisten Speisen ungiftig sind, ist das ein gewaltiger Vorteil, denn er kann beinahe alles essen. Ich bin dafür ein gutes Beispiel. Aber in einer Welt voller Gefahren hat der Superschmecker wahrscheinlich bessere Überlebenschancen. Er kann Giften aus dem Wege gehen, die der Nichtschmecker womöglich essen würde. Doch auch im gepflegtesten Restaurant kann das Essen zu einer gefährlichen Angelegenheit werden. Thank you. In a moment I'm going to gamble. Gleich werde ich mit meinem Leben spielen. Das ist Sushimi, roher Fisch auf japanische Art. Und das ist eine mögliche Todesfalle. This is the rarest sashimi in the world, fugu. Fugu, japanischer Kugelfisch. Er soll süß und mild schmecken, aber ich habe es noch nicht gewagt, ihn zu probieren. Denn Fugu kann töten. The reason fugu can kill. Er ist schon fast eine Giftfabrik. Seine Haut und die inneren Organe enthalten eines der tödlichsten Nervengifte der Welt. Die besten Fugu-Köche lassen nur eine winzige Spur davon an dem Fleisch. Gerade so viel, dass der Esser den Hauch des Todes spürt, aber nicht wirklich in Gefahr gerät. Doch nobody is perfect. Und so sterben jedes Jahr einige Gäste noch während der Mahlzeit. It really is a form of thrill seeking with food. Der Restaurantbesuch als Nervenkitzel. Geht alles gut? Erlebt der Esser die Befriedigung seiner Abenteuerlust? Wenn nicht, wird der Sarg gezimmert. Soll ich wirklich probieren? Nein, das Leben ist auch so kurz genug. Weitaus sicherer, aber nicht weniger aufregend ist ein Abend im Maison de Coucourt. Die Vorbereitungen sind Routine und laufen wie am Schnürchen. Küchenchef Rollinger und seine Mannschaft erwarten heute 70 Gäste. Rollinger ist der unumstrittene Herrscher über seine Küche.
und über den Geschmack. Beim Abschmecken dürfen Sie nicht nur mit der Zungenspitze probieren. Sie müssen den ganzen Löffel nehmen. Mit der Spitze schmeckt man nur die Säure. Ob genug Zucker dran ist, muss man mit dem ganzen Mund schmecken. Wir probieren nie mit dem Finger, denn dann schmeckt man nur mit einem Punkt der Zunge. Zum Probieren benutzt man einen Löffel, wie für die Suppe. Rollingers Kreationen fangen den Geschmack seiner Heimat, der Bretagne, ein. Lamm ist eine besondere Spezialität. Die Salzwiesen im Schatten des Mont Saint-Michel verleihen ihm seinen einzigartigen Geschmack. Die Bucht von Saint-Michel ist so extrem salzig, weil kein größerer Süßwasserfluss in sie mündet. Ebbe und Flut sind an keinem anderen Ort der Welt so ausgeprägt. Perfekte Bedingungen, um hervorragende Austern zu züchten. All diese lokalen Genüsse finden sich in Rollingers Küche wieder. Und natürlich benutzt er nur wirklich frische Zutaten. Doch das allein macht noch keinen großen Küchenmeister, wie uns Restaurantkritiker Nick Lander erklärt. French cuisine has reached a kind of a crisis. Die traditionelle französische Küche steckt in einer Krise. Sie fasziniert die Menschen nicht mehr so wie früher. Und sie muss sich der Konkurrenz von Köchen aus der ganzen Welt stellen. Plötzlich gerät sie unter Druck. Rollinger reagiert auf diesen Druck, indem er die strengen Regeln der traditionellen Küche durchbricht und seinen eigenen radikalen Stil kreiert. Einen Stil, der auf die Geschichte seiner Heimat zurückgeht. Sein Restaurant ist das alte Stammhaus der Familie Bricourt. Sie waren Gewürzhändler der französischen Ostindien-Kompanie, die hier in Saint-Malo gegründet wurde. Vor 300 Jahren war dies ihr Esszimmer. Die Bricourts und andere Seefahrer befuhren ganz Asien auf der Suche nach exotischen Gewürzen, die für die europäische Küche faszinierend neu waren. So wie Kurkuma, weißer Pfeffer, Kardamom, Zimt. Und viele andere. Als Rollinger diese exotischen Gewürze für seine Küche entdeckte, gelang ihm der Durchbruch. Seine Kreationen enthalten eine Fülle fernöstlicher Geschmackskompositionen. Aber wenn wir nur vier Grundgeschmäcker erfassen können, woher kommt dann unsere Fähigkeit, solche ausgefeilten Kunstwerke zu erschmecken? Jedenfalls nicht durch unseren Geschmackssinn, wie Emily Kotschis leidvoll erfahren musste. Vor etwa einem Jahr hatte ich einen Autounfall. Dabei habe ich meinen Geruchssinn verloren. Etwa drei Tage nach dem Unfall fiel mir das zum ersten Mal auf. Mein Vater hatte Pizza bestellt und ich hatte den Duft von Pizza immer sehr gemocht. Aber ich konnte nichts riechen. Ich habe es dann mit anderen Sachen versucht, aber ich konnte überhaupt nichts riechen. Viele Sachen, die ich vor dem Unfall mochte, esse ich zwar noch, aber nichts schmeckt mir so wie früher. Spaghetti waren mein Lieblingsessen, aber sie schmecken mir nicht mehr richtig. Now what we're going to do next is we're going to actually test you for the contribution of Linda Bartoschok wird jetzt testen, welche Geschmacksmöglichkeiten Emily geblieben sind.
Emily, I'm going to give you a lollipop and I want you to shut your eyes and go ahead and see what you can get out of it. I want to know all the sensations. Sie kann die Grundgeschmäcker unterscheiden, aber nicht das Aroma. Der Traubenlutscher schmeckt für sie nur süß und ein bisschen sauer. It tastes sweet, just a little sour. Sweet and a little sour. Okay, I'll give you another one. Try this one. Auch den Orangengeschmack nimmt sie nicht wahr. Just sweet. Okay. Here's another one. Nur süß. Anders werden Lutscher für sie nie mehr schmecken. Meine Patientin Emily ist ein gutes Beispiel dafür, was mit unserer Beziehung zum Essen passiert, wenn wir unseren Geruchssinn verlieren. Wenn man sich jemanden wie Emily ansieht, wird klar, dass die Nase eigentlich zwei Aufgaben zu erfüllen hat. Zum einen erfasst sie die Luft und die Dinge in unserer Umgebung, zum anderen auch die Luft in unserem Mund und die Speisen, die sich in ihm befinden. Erst die Kombination aus der Luft in unserem Mund und dem Geschmack im engeren Sinne macht das aus, was wir Aroma nennen. Im Gegensatz zu vielen Tieren, die nur eine bestimmte Nahrung zu sich nehmen, sind Ratten Allesfresser. So wie wir Menschen. Und Allesfresser brauchen einen gut ausgebildeten Gaumen, um zu erkennen, welche Nahrung für sie gut und welche schädlich ist. Allesfresser können so gut wie alles essen. Ganz anders als etwa der Koalabär, der nur Eukalyptusblätter braucht, um zu überleben. Der Mensch jedoch kann etwas essen, an dem er sich vergiftet. Andererseits kann er auch einen langsamen Tod sterben, wenn er nicht die optimale Nahrung zu sich nimmt. Er muss also ständig Entscheidungen treffen, ob die Nahrung sicher ist und genügend Nährstoffe enthält. Die Natur hat uns den Geruchssinn gegeben, damit wir diese Entscheidungen treffen können. Eine wichtige Rolle spielt der Geruchs- und Geschmackssinn auch für den Aufbau des Gedächtnisses. Diese Ratten haben noch nie Käse probiert. Wenn er ihnen nicht bekommt, werden sie ihn für den Rest ihres Lebens meiden. Wenn sie ihn aber mögen, wird er für sie zu einer begehrten Delikatesse werden. Wir funktionieren nicht anders. Gail Civil ist Lebensmittelanalytikerin. Sie besitzt die seltene Gabe, in allem, was sie isst, die einzelnen Zutaten erkennen zu können. Gekochter Weizen, roher Weizen, gerösteter Weizen, Hefe. Nichts bleibt der Superschmeckerin verborgen. Everyone to take a piece of pepperoni. Just a slice off the top. Gail Civil untersucht, wie es dazu kommt, dass Menschen bestimmte Nahrungsmittel lieben oder ablehnen. Think about what you can notice while you're holding your nose. You can taste the pepperoni more than. Dieses Mädchen erlebt einen ganz neuen Salami-Geschmack, ohne all die Soßen und Gewürze, von denen er sonst auf der Pizza begleitet ist. Ihr gefällt es so viel besser. Die zugehaltene Nase verhindert den vollen Geschmack. Mit freier Nase geht es gleich viel besser. Spicy. It's like eating 10 pepperonis at one time. How come? Because it's just so hot. When you have a cold. Wenn man erkältet ist, sagt man oft, dass man nicht schmecken kann. Aber schmecken tut man ganz normal. Man riecht nur nichts, denn man kann keine Luft in die Nase bringen. Wenn man Leute beobachtet, die gerade bewusst schmecken, machen sie immer etwa so. Sie pumpen die Luft nach oben. So erzielt man die stärkste Wirkung. Unsere Vorfahren brauchten ihren Geschmacks- und Geruchssinn noch, um nahrhaftes Essen zu finden und Giften aus dem Wege zu gehen. Wir können es uns meistens leisten, unseren persönlichen Vorlieben zu folgen und nur das zu essen, was uns Vergnügen bereitet. Auch die kleinen Testesser haben schon sehr ausgeprägte Vorstellungen von dem, was sie mögen und was nicht. Er meidet Brokkoli, wo er nur kann. Nur in Verbindung mit Käse kann er ihn gerade noch tolerieren. Tasted better than you expected. Better than you expected.
Mit seiner Abneigung steht er nicht allein da. We eat for pleasure. But the pleasure we get from taste and smell is different. Wir essen zum Vergnügen. Aber zwischen Riechen und Schmecken besteht ein Unterschied. Der Geschmackssinn ist festgelegt. Den Geruchssinn entwickeln wir Stück für Stück. Babys fangen an, gute Erfahrungen mit bestimmten Düften zu verbinden. Wenn man älter wird, lernt man immer mehr kennen, was die Eltern essen oder der Nachbarsjunge. Auf unserem Weg durchs Leben machen wir zahlreiche Erfahrungen, die unsere Vorlieben begründen. Und aus diesen Vorlieben entwickelt sich nicht selten Leidenschaft. What food do you crave? Ask the question. Sehnsucht. An welches Nahrungsmittel denken Sie dabei? Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben: Schokolade. Bei ihrem ersten Auftritt in Europa löste sie eine Art Drogenkult aus. Die Leute wollten nicht mehr ohne sein. Sogar während des Gottesdienstes verlangten sie danach. Die Gattin von Louis XIV. Schlüpfte immer wieder hinaus, um heimlich ein Stückchen zu nehmen. Heutzutage muss sich, wer sich dem süßen Kult verschrieben hat, nicht mehr verstecken. Schokoladensüchtige wie ich schleichen stundenlang durch die Straßen auf der Suche nach diesem kleinen Stückchen Glückseligkeit. Manchmal haben sie das Glück, durch eine Stadt wie Brügge zu laufen. Brügge ist der Schokoladenhimmel auf Erden. Schokolade galt schon immer als eine Speise mit besonderen, ja magischen Kräften. Die Azteken glaubten, dass Schokolade ein Geschenk des Himmels sei, von Quetzalcoatl, dem Gott des Wissens und der Weisheit. Es soll sogar Ärzte geben, die in Fällen von hartnäckigem Liebeskummer Schokolade verschreiben. Dies ist der Stoff, der Linderung verspricht. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Vielleicht mit den Schwänen. Vier von den Schwänen, bitte. Und diese da, was ist das? Caramel. Davon fünf. Darf ich mal eins probieren? While you're putting them on the tray. Thank you. Ten of the caramel. 10 Karamell. Oh, that's the best caramel I've ever had. And what are Womit sind die Herzen gefüllt? Oh, wonderful. Acht Marzipanherzen. Nine of the marzipan. Did I say 4 caramel? Habe ich 4 Karamell gesagt? 14 Karamell.
Meine Leidenschaft ist Schokolade. Andere erwärmen sich für Chili, den Tanz mit dem Feuer. Wie die Kakaobohne ist auch Chili eine Pflanze aus der neuen Welt. Christoph Kolumbus war so begeistert von ihr, dass er meinte, ein besseres Gewürz als unser Pfeffer. Zur Zeit von Kolumbus war ein neues Gewürz eine gewinnversprechende Entdeckung. Man konnte sein Gewicht buchstäblich in Gold aufwiegen lassen. Chili wurde zuerst an Städten wie dieser benutzt. Es sind die Ruinen von El Tajín in der Provinz Veracruz, nur wenige Hügel entfernt vom Haus der Familie Sembrón. Vor etwa 10.000 Jahren fingen unsere Vorfahren an, wilde Gräser zu kultivieren. Die Landwirtschaft war geboren. Und diese vorzeitlichen Getreidefelder legten den Grundstein zu Reichtum und Macht. Auch heute noch bildet Getreide die Basis für eine gesicherte Ernährung. Amelia Sembrón macht Tortillas. Die dünnen Maisfladen, die in Mexiko zu jedem Essen gehören. Traditionell wird der Mais für die Tortillas zuerst in einer Lauge eingeweicht, ein uraltes Verfahren. Dieser Schritt ist sehr wichtig, denn dadurch wird Niacin, ein lebenswichtiges Vitamin B, gelöst. Im Zuge der Eroberung Mexikos brachte Cortés zwar den Mais nach Europa, aber nicht die Zubereitungsweisen, die ihn für die menschliche Ernährung erst geeignet machen. Die waren Frauensache und somit für den Eroberer nicht weiter beachtenswert. Das führte dazu, dass Bauern, die sich hauptsächlich von Mais ernährten, Pellagra bekamen, eine oft genug tödlich verlaufende Krankheit. Ein gutes Beispiel dafür, warum auf der Welt so viele verschiedene Zubereitungsarten entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass unser Körper all die Nährstoffe bekommt, die er braucht. Es gibt aber auch einen anderen Grund. Als Allesfresser sehnen wir uns nach Abwechslung. Und Kochen schützt uns vor der Langeweile einer Ernährung mit den immer gleichen Grundnahrungsmitteln. In Amelia Sembrons Version eines klassisch-mexikanischen Schweinefleisch-Eintopfes kommen vier verschiedene Chili-Mischungen. Jede einzelne steuert genau das richtige Aroma und genau die richtige Schärfe bei. Es wird gut schmecken. Ich versuche, verschiedene Zutaten zusammenzubringen, damit es den richtigen Geschmack bekommt. Das habe ich von meiner Großmutter und meiner Mutter gelernt. Ich weiß, seit ich ein kleines Kind bin, wie das geht. Wie man kocht und wie man Chili macht. Die Suche nach immer neuem Gaumenkitzel kennt keine Grenzen. Brennende Chilisamen überraschen sogar manchen mexikanischen Koch. Doch die erstaunliche Prozedur gibt diesem Schweinefleischgericht aus der Provinz Oaxaca eine ganz besondere Note. Die Zutaten sind im Großen und Ganzen die gleichen wie die von Amelia Sembrón, doch das Ergebnis wird vollkommen anders schmecken. Geröstete Avocadoblätter geben den letzten Pfiff. Aber das ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
Was in der einen Kultur als Delikatesse gilt, halten die anderen für ungenießbar. Franzosen lieben Schnecken, die Engländer hängen ihre Moorhühner auf, bis sie verrottet sind. Manche mögen frittierte Heuschrecken, andere essen Seeschlangen oder Affenhirn. Mein persönliches Lieblingsgericht ist Ochsenbein in Erdnusssoße. Ich erinnere mich, dass diese Kombination aus Knorpel und Knochen faszinierend für mich war. Allem gemeinsam ist, dass es nahrhaft ist und als Allesfresser dürfen wir nicht zu wählerisch sein. Ich wuchs mit zwei Geschwistern auf, wir waren also zu dritt, aber der Fisch hat nur zwei Augen. Wir haben uns immer darum gestritten. Man zieht die Augen heraus, steckt sie in den Mund und saugt sie aus. Feinschmecker, freut euch. Dies sind goldene Zeiten. Früher waren die Menschen meistens auf eine einzige Küche, nämlich ihre eigene, angewiesen. Heute bekommt man selbst in kleinen Städten Delikatessen aus aller Welt und die Wahl des richtigen Restaurants ist manchmal gar nicht so einfach. Wie wär's mit dem Maison de Bricourt? Das Menü nähert sich seinem Höhepunkt. Dies ist die entscheidende Prüfung für Rolangers Können. Die Art, wie Rolanger mit Gewürzen umgeht, basierend auf der Tradition von Saint-Malo, ist einzigartig. Für einen Küchenchef ist es sehr einfach, mit drittklassigen Produkten zu arbeiten. Er nimmt ein paar der üblichen Gewürze und macht daraus etwas einigermaßen Schmackhaftes. And turn it into something palatable. What is desperately difficult is what Rolanger tries to do. Aber das ist ein riesiger Unterschied zu dem, was Rolanger macht. Er nimmt die frischesten Aromen, die leichtesten und wohlschmeckendsten Gewürze, kombiniert sie im genau richtigen Verhältnis und verbindet sie mit der Soße. Heraus kommt ein Essen, an das man sich mit Freuden erinnert. Rolanger ist ausgebildeter Chemiker und ungewöhnliche Gewürzkombinationen haben ihn schon immer fasziniert. Seine Hummersoße verbindet die Aromen ganz Asiens. Die Art der Zubereitung ist Rolangers eigene Erfindung. Sie ist weder ganz asiatisch noch ganz französisch. Traditionell lässt man Soßen in Frankreich ganz leise köcheln. Rolanger macht das Gegenteil. Die Tamarindenpaste und alle anderen Gewürze werden schnell und bei großer Hitze gekocht, um genau den Geschmack zu erreichen, den er haben will. Die Tamarinde bringt die Säure, Galgant bringt die Frische, Ingwer einen leichten Zitronengeschmack und Vanille gibt ein warmes, weiches Aroma. Das ist eine Bouillon mit kleinen roten Krabben. Man findet sie dort, wo ich als Kind immer gespielt habe. Jetzt geben wir noch ein paar Tropfen Raukenöl dazu. Jedes Mal, wenn man probiert, hat sich der Geschmack weiterentwickelt. Hitze verändert den Geschmack mit unglaublicher Geschwindigkeit. Innerhalb von Sekunden kann aus einer perfekten Soße etwas Ungenießbares werden. Man muss aufhören, wenn es gut ist. Auch Amelia Simbron kocht heute etwas Besonderes. Tamales, die mit Zucker anstatt mit Chili gewürzt werden. Die brennende Schärfe des Chili ist mehr etwas für Erwachsene. Kinder lieben Süßes. Die kleine Tochter, die schon so früh gestorben ist, mochte auch Süßes. Und deshalb macht die Mutter am Tag der Toten ein paar Tamales ganz für sie allein.
Meine Tochter und mein Vater sind gestorben. Wir bereiten die Speisen im Gedenken an sie zu. Wir opfern Lebensmittel, Brot und Schokolade. Alles in Harmonie, mit Liebe und gutem Willen. Das Essen muss gut sein, für sie und für uns. Das Kochen ist Amelias Arbeit. Wie die meisten Mütter hat sie die Aufgabe, Leib und Seele der Familie zusammenzuhalten. Tamales sind nur eine der vielen Delikatessen für den Tag der Toten. Speziell für die Kinder gibt es welche, die mit süßem Maisbrei und Shrimps in einer Soße aus Kürbiskernen gemacht werden. Homard de 600, s'il vous plaît. Im Maison de Bricourt steht das Hauptgericht kurz vor der Vollendung. Heute war der Hummerfang besonders ergiebig. Der Meister hat eine köstliche Soße kreiert und gibt jedem Teller persönlich den letzten Schliff. Im letzten Michelin hatte Rollinger zwei Sterne. Das höchste wären drei. Dieser dritte Stern ist der absolute Gipfel in seinem Beruf und er wäre natürlich restlos begeistert, ihn zu erhalten. Aber der Druck würde enorm steigen. Die Leute würden scharenweise kommen und nach Fehlern Ausschau halten. Heute Abend werden sie keine finden. Rollingers Ziel ist immer dasselbe. Ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Kunst, die man auch essen kann. Heute ist er zufrieden. Ein schönes, frisches Aroma für diesen Hummer. Ich glaube, es würde ihm gefallen. Der 1. November, am Vorabend von Allerseligen. Wenn es ums Essen geht, suchen wir nicht nur das Besondere. Manchmal brauchen wir das Vertraute, die Düfte von zu Hause. Mit diesem Fest bitten die Simbrons ihre Toten, aus dem Himmel zurückzukehren und sich an die Freuden des Lebens zu erinnern. Der Weihrauch gibt das Signal. Der reich gedeckte Tisch sagt, kommt nach Hause, das Essen ist fertig. Die Kinder sind jetzt bei uns, die toten Kinder. Sie leben mit uns zusammen, hören unsere Lieder, unsere Gespräche, unsere Gesänge, alles. Nach Sonnenuntergang ziehen Sänger von Haus zu Haus. Aquel Jesucristo le había encomendado. Sie rufen die Geister, begrüßen sie und versichern ihnen, dass sie in Ehren gehalten werden. Man wird sie niemals vergessen. Entre las ciudades está el llanto. No hay quien lo consuele. Die kunstvolle Zubereitung der Speisen, die Fülle der Aromen. Ein gemeinsames Essen mit unseren Lieben. Damit können wir unsere Sinne belohnen.
Obwohl unsere Sinne dazu da sind, uns das Überleben in der Natur zu ermöglichen, sind wir doch alles andere als automatisierte Kreaturen. Wir denken, wir fühlen, wir träumen, wir haben Sehnsucht. Und am meisten sehnen wir uns nach guten Freunden und gutem Essen. Wenn wir Essen sagen, meinen wir damit eigentlich einen höchst komplexen Zusammenhang zwischen emotionalen und physischen Bedürfnissen. Oft sind daran Kindheitserinnerungen wie Liebe und Freude geknüpft. Wenn wir jemanden zum Essen einladen, sagen wir ihm damit, dieses Essen wird deinen Körper und deine Seele nähren. Ein letztes Ritual bleibt noch. Die Familie besucht das Grab von Amelias Mutter und hinterlässt dort ihre Gaben. Die Toten, so glauben sie, werden den Geschmack, das Wesen der Speisen in sich aufnehmen und all die Liebe spüren, die ihr verkörpert.